Kim Kardashian, komplett nackt. Aber nur auf den ersten Blick. Von Nuss.Redakteur Tobias Rüster: Bei Kim Kardashian ist wieder einmal mehr Schein. Dabei hatte man beim ersten Blick auf dieses Foto doch angenommen, Kim lässt vor der Scheidung von Kanye West noch einmal die Hüllen. Dem ist nicht so. Das ist ja wieder einmal Wasser auf die Mühlen aller Kritiker von US Superstar Kim Kardashian, 40, die ihr vorwarfen, bei ihr sei alles mehr Schein als. Und man kommt tatsächlich nicht umhin, noch einmal ganz genau hinzuschauen. Wenn man einen Blick auf den neuesten Instagram-Post von Kim Kardashian, da gaukelt sie uns doch tatsächlich optisch etwas vor, was dann nicht so ist. Man kann natürlich auch konstatieren, das ist einfach gut gemacht. Die Nacktillusion ist eh nahezu perfekt gelungen. Kim Kardashian nackt nur auf den ersten Blick, denn nackt ist die gute Kim Kardashian auf ihrem Instagram-Hingucker tatsächlich nur auf den, auch wenn es einen anderen Anschein macht. Auf einer Bambusunterlage sitzend, scheint Kim alle Klamotten abgelegt. Ihren wirklich nackten Oberkörper bedeckt sie mit den Armen, die Beine hat sie an. Intime Einblicke werden so selbstredend vermieden. Doch ab der Hüfte abwärts ist Kim Kardashian, es scheint nur so zu sein. Kim Kardashian lässt Fans mit Nackt-Skims ausflippen. Da trägt die Frau, der demnächst ein Scheidungsprozess mit Nochmann Kanye West in die Villa steht, ihre populären Skims. Die figurformende Unterwäsche, die Kim auf dem Markt hat, ist auch der Grund für den Post. Offenbar will Kim uns zeigen, wie täuschend echt ihr Produkt wirklich ist. Da ist der Werbeeffekt auf jeden Fall. Die Fans hat sie mit ihrem Bild sowieso auf ihrer Seite, Skims hin oder her. Über 4 Millionen Instagram-Likes räumt Kim mit ihrer Nacktillusion im Netz ab. Lesen Sie auch: Bikini-Hammer statt Scheidungsstress bei Kim. Da staunt wohl nicht nur Kanye, folgen Sie schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuell Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zu rotnews.de.